Hier is Johan Dyck. De thema is de Openboarunk nummer 10. Laatste week nam we het vierde kapitel durch. Daar zagen we dat de aanvang van het vierde kapitel de Eva-gang en den derde deel van het boek Openboarunk is. Daar funkt de Heer aan den Apostel Johannes te openboren wat in de toekomst worden zal. Dat eerste hielt hij die weder, kom hierop. Daarmee befunk Johannes zich plötzlich im Himmel. Dit is ook een beeld van dat wat eines deres alle Christen erleben worden, van Jezus bij de Entrettung jeder Wortkind Gottes van deze Erd wordt waagholen. Worst du dan metgonen, oder worst du matten hierblieben, en dan de grote Triebsal, wat in dit Buch beschreven is, entjähen gonen? Dat is ne ehrenstobene, sei er wichtige Frau. In Kapitel 5, wo wir von dir anfangen, jäht die Geschichte wieder, ewa dort, wat Johannes door im Himmel sagt. Ich fang dann bei Vers 1 in das 5. Kapitel zu lesen. Da sagt es, und ich sag, dass die ab dem Thron saht, ein Buch in der rechten Hand hat, von Bernen und von Büten beschrieben und mit 7 Seelen verreelt. Wann Johannes auch vieles Unbekannte da sagt, nahm die Thron Gottes immer weiter seine Aufmerksamkeit an. Letzte Werk las wie, wo er denjenigen, wat am Thron saht, gar nicht beschrieben kann, aber er verlegt am mit 2 Sorten sehr kostbare Steine. So ist Gott. Er ist für uns Menschen unbegriebbar. Wir können bloß gewisse Eigenschaften an ihm mit Dingen verlegen, wat wir können. Nu, ab einmal sagt Johannes, dort Gott in seine rechte Hand wat hält. Johannes nennt dort ein Buch, wat von Bernen und von Büten beschrieben wird, in dort auch noch verreelt. Dit wir nicht so ein Buch, als wie von dir gewandt sind. Zu Johannes seine Zeit hatten sie Schriftrollen, wat sie dann auch Bücher nannten. Dit wie ein langes Biet Papier oder auch einstmal ein langes Stecklader. Dat wie ab jeder Eng an einen runden Stock festgemerkt, so dat die Roll von jeder Eng mit der Stock abzurollen ging. Die Roll ging zu verreilen, indem dat du ein Seil von Büten nahengebackt wird, so dat die Roll nicht ging abzurollen. Dat ist nicht ganz klar, ob dit eine Roll mit 7 Seilen dran wir, oder ob dit Büch sozusagen uit 7 Schriftrollen bestund, und ab jeder Roll wie ein Seil. Wann wir wieder lesen, wird dit letzte Eier de Fall sein. Aber worum 7 Seelen? 7 ist die Soul von Vollkommenheit. Dort kann meinen, dass dit Gott sein letzte Testament für die Welt wird. Diese 7 Seelen sagen uns auch, dass dit ein sehr wichtiges Buch wird. Dort hält an sich alles, was Gott im Sinn hat zu tun, um diese Welt und alle Menschen von dem Fluch, was auf dieser Erde liegt, loszumerken, der durch Adam und Eva auf dieser Erde kam. Wie weiten ihr dort Adam dann die Herrschaft über die Erde verloren? So tun wir dann sozusagen die Eigentümer geworden. Dort weit wir auch davon, dass aus dem Feind Jesus versiegen deid, dann baut er am alle Königsrecke auf die ganze Erde an, in Jesus nahm am dort nicht weich, dort er sohnt anbeiden können. Scheinbar seit dem Sündenfall hat die Feind über die Welt die Macht. Dort wäre in Julei weg, dort dit Buch, wat Gott in seine rechte Hand hält, den ganzen Plan Gottes in sich hält, über dort, wat muss gedone worden, die Welt und alles daboven, war da voll und ganz, unge den Herrn seine Herrschaft zu bringen. Eint ist klar, dort hielt an sich den ganzen Rotschluss Gottes, wo alles zu ein Godet eng gebracht soll worden. Dit Buch wird für alle Menschen verschloten, willst du kein Mensch oder sogar kein Engel im Stand ist, dessen Wellen Gottes hier auf Erden in Erfüllung zu bringen. Dis Plan Gottes und alles, was sich durch je entstellt, wird uns dann von Kapitel 6 bei dem Eng vom Buch gesagt, und fangt dort an
van de zeven zeil eind naar het andere opgemerkt worden. Dat wou we dan Lothar zijnen. We lezen dan vers 2. Dan zag ik een sterke engel met gewaltig lüde stem freuren. Wer is im stand dat buurk op te merken, in de zeil te breken? En er wird keiner im Himmel, oder op eerd, oder ongere eerd, die dat buurk opmerken en door een nanchecken kon. Dit moeten zeer spannende Augenblicke was zijn, als Johannes dit zag. Denk mal an den storchen Engel. Wann hij ook gewaltig stork wier, kon hij dat buurk nicht opmerken. Dat jengte bischienboer nicht am Kraft, aber am Wertigkeit. Tja, wir uns verstellen, dat alle Wehen gesagt wordt, nou irgendwem, de würdig wie dit buurk op te merken. Im ganzen Himmel wordt gesagt, in China wordt er gefangen. Dat meint, dat China, nicht einmal einer von de beste Menschen, wordt van Anfang van de Welt geleefd haben en gestorven zijn, würdig wie dit buurk op te merken. Sogar manche Engel wie China te fingen, die door würdig wie dit buurk de zeilen te breken en op te merken. Dit onderstrekt waren dat wie als Menschen aller Sünder zijn. Einstje hebben meer gesündigt als andere, aber alle hebben gesündigt. Römer 3, Vers 10 sagt, du es nicht ein Gerechter, ook nicht einer. Dit graute Tekortkommen sperrt de oude Apostel in ein Funkseier und Rohren, wie es dat sagt in Vers 4, en ek hielt Seier, dat er keiner gefangen wird, der am Stand wir dat Bürg opzumerken und zu lesen oder durcheinander kicken. Denk je mal, was dat für die und mich bediede wird, wann dat so gebleven wir. Dann wird wie alle hoffnungslos verloren sein. Du wird einfach keine Hoffnung für uns sein. Wann wir uns an so eine Leo bloß einmal anendenken können, dann wird wie auch so ja hielen. Ich denk noch an die Zeit, als ich noch nicht ein Kind Gottes wir. Dann kamen da einst mal auch Tiden, wo ich an eine Ewigkeit dacht. In mir scheint es dann plötzlich schwierig, weil's ich wisst, für mich wird keine Hoffnung. Gott sie aber gedankt, dort hat sich Lothar alle geändert. Wir lesen dann in Vers 5 wieder. Aber dann seht einer von den Ältesten zu mir, ich soll nicht hielen. Kicke mal, de Leib uit Juda sin Sturm, de von David aufstammt, erst gewennend abgekommen, de sieben Seelen te breken, in dat Bürg opzumerken. Dit wird ohnen Twiebel eind von de 24 Ältesten gewas sennen, der Johannes hier Mauto sprüg. Hij seht, du erst einer, de dat Bürg opmerken durf. Wie diese Person wat dat kun, jengt dat am Würdigkeit. Johannes wird dit gut verstanden haben, wann de Nomen, der hier gebrückt wird, anzug anbekannt wird. Hij redt hier von den Leib von Juda, dat de würdig is, in dat reichthaft dat Bürg opzumerken. Wer is de Leib von Juda? Diese Betegnung fing wie in 1. Mose, Kapitel 49. Dort fing wie die Geschichte, als Jakob seine Sehens sehnen deit ihr starf. To Juda seht hei, du bist ein junger Leib. Diese Betegnung wir Lothar dann das Symbol von dem Sturm Juda. Hier beraubt der Älteste sich ob ein Bild aus dem Alten Testament von einem Erlöser. In Erlöser wie einer, der ein Sklav loskauft oder eine Wetfrü Fried. Beides gelden als Erlöser. Nicht irgendwer kann in Israel in Erlöser sein. Im Fall von der Wetfrü kann bloß so eine Person die Wetfrü erlösen, dort meint Frien, wird rechtig Freundschaft wir, in der China wir, die dichter im Freundschaft stund als hei. Bloß dann kann die Janja für die Wetfrü die Erlöser sein. Dort hat einer sich die Geschichte von Ruth in Boas lesen. Nu kek wie trig ab unsere Geschichte in seinen,
dat de leiv van Juda en ook de nakomenschaft van David waardig is. Dat meint dat deze persoon nom vriendschaft no de bedinging als erlezer erfelt en doorwegen waardig is. Jezus weer van stam Juda en ook een nakomen van David. Doorin weer hij nom vriendschaft no waardig de erlezer te zijn. Dat krijgt dat beeld van leiv bedienunghaft is klar. De leiv is de keinig van de tieren en is verken dat beeld van macht en kraft. Einstjemol wordt dat beeld van leiv op de vlag oder op dat geld van een land gebruikt. Dat beeld van leiv redt van de keinigsherrschaft van Jezus bij zijn tweede komen. Hij wordt dan als keinig komen. De Erwähnung van David redt ook van de Königsherrschaft, wils David de wichtigste König van Israel wier, dem zijn recht niemals abhieren soll. En zo dienen alle beid van deze Nomes op onzen Herrn Jezus als de regierende König han. Hij is de leiv van Juda en ook de König wordt van David herstammt. Des leiv in de König wordt Jezus zennen, wann er zum zweiten Mal wiederkommt. Also der Älteste will Johannes treisten, indem er am seht, dort er wer wir, die dort Bürg wird kennen, abmerken. Aber dann lesen wir wieder in Vers 6, und da sagt er dann, und er kickt und sagt, zwischen den Trauen und den Feiertieren, mangt die Ältesten in Lohm stonen. Dort er so sagt, als wann es geschlacht wir worden, dort hat sieben Hirner in sieben Uhren, und dort sind Gott seine sieben Jäste, die über die ganze Welt geschickt sind. Hier wird am Nü gewesen, wer der Leib von Juda ist. Der haft hier aber gar nicht dort geschickt von einem Leib, aber Leiber in Laum. Das Laum leid so, als wenn das Rotz geschlacht oder dort gemerkt wir worden. Dort muss uns alle klar sein, dort hier der Herr Jesus gemeint ist, der aus dem Opferlaum für uns geschlacht ist worden. Hier mat wir wahre erkennen, dort wir an die Openbarung viel bildliche Sprache haben. Was wichtig ist, es wird diese Bilder dann wirklich bedienen dann. Dort Bild von einem Leib, seht euch all, dient ab Jesus seine Königsherrschaft, wann er zum zweiten Mal kommt, um hier ab Erden sein Königsreich abzurechten. Dort Lohm redt aber von sein erstes Kommen, als er kam, um sein Leben als Opfer zu geben für die ganze Welt. Dort Lohm muss eier kommen aus der Leib, sonst wird für uns Menschen keine Hoffnung gewahrt sein. Erst brück wie ein Erlöser, wird uns freimerkt von unseren Sünden. Dann brück wie ein König, mit dem wir können mitregieren. Johannes sagt, dass Lohm durchmangt die Ältesten stonen. Die Ältesten sind ein Bild von der ganzen Gemeinde Jesu, alle wahre geborene Christen, die seit Jesus seine Zeit bis nu gelebt haben. Dit trägt die Wahrheit ut, dass das Lohm mangt seine eigene Herde steht, weil es heute alle mit sein Blut gekauft hat in der Gehirn am. Was uns auch an das Lohm besonders abfällt, ist, dort hat sieben Uhren auch sieben Hirner haut. Wie weiten je, dat die Soul sieben in der Bibel verken gebruckt wordt, in dat sieben ne volle Mut oder Vollkommenheit bedienen dat? Sieben Hirner bedienen heihaft alle Kraft, alle Macht, wils Hirner bedienen immer Kraft und Macht. Die sieben Uhren bedienen Gott seine sieben Geister, wat über die ganze Welt geschickt sind. Wir sagen das letzte Mal in Kapitel 4, Vers 5, dort wo sieben Lichter für den Thron brennen, und dort wären die sieben Geister Gottes, wird uns da gesagt. Dieselbe Ausdruck wird nu für die sieben Uhren vom Laum gebrückt. Die sieben Geister Gottes reden immer von den heiligen Geist. Hei ist der vollkommene Geist, wird alles weit, in Dorwegen wird er mit sieben betekent. Er ist vollkommen und allweitend. Er als Person ist beim Traun Gottes, wie es er auch ein Port
von der Dreieinigkeit Gottes ist. Hei ist derjenige, wo das Lamm Gottes voll und ganz regiert, als hei hier ab Erden wär. Jesus seht je mal, dort hei deit to alle Tiet den Wellen von seinen Vater. Dessen jäst haft Jesus am Pfingsttag über seine Gemeinde kommen lassen, und do wären sagt dort, dass diese 7 Jäste sind über die ganze Welt rütgeschickt worden. Wir lesen dann Vers 7. In dort Chaim, in neim dem, der auf dem Thron saht, dort Bürg ut der rechte Hand. Dit wie am Himmel ein besonders spannender Moment. Wann du vielleicht auch all seier graute Besorgnis gewasst wir, dort Chaim über Chanen Gott sein Bürg opmerken, so jinkt dort nu doch. Dit Lamm jinkt nu han, in nahm Gott seinen Vater, dort Bürg ut der Hand, wie's hei würdig wir. Seine Würdigkeit bestund darin, dass hei mit sein Blut den höheren Priest für die Erlösung betont hat. Dor wären es hier die Betegnung aus Lamm, in Lamm wie ein Opfertier. Vers 8 geht wieder, und da lesen wir, und als er dort genommen hat, fallen die Feiertieren in die 24 Ältesten fern das Lamm han, die hielten jeder eine Hoop, in der goldene Kamm in der Hand, woran die heilige Ehre gebeten wären. In den Augenblick, als Jesus dort Bürg aus seinem Vater seine Hand nahm, passiert im Himmel was ganz Besonderes. Die Feiertieren in die 24 Ältesten fallen alle für das Lamm hin. Was soll es uns bedeuten? Das erste ist, dass dit eine Anbetung vom Lamm wird. Dit Handfallen wie ein Ausdruck von der Ehrwürdigkeit, was der ganze Himmel in die, wo du wohnen, sperren daunen, wann sie Jesus seinen, weil sie sein Leben freiwillig handgegeben haft. Dass seine Kinder, seine Gemeinde, du überhaupt im Himmel sehen kann, haben sie bloß arm zu verdanken. Hei allein es würdig. Der goldene Kamm mit den Gebeten ist ein Bild von all den Gebeten, was über die hunderte Jahren sind abgeschickt worden. Die sind da und sind nicht verjäfst gewasst. Die wollen noch einmal alle zum Verschien kommen, wann wir dem Herrn im Himmel loben und preisen wollen. Vers 9 geht wieder und sagt, und sie sungen nie Leid und Seden, du bist im Staun, das Bürg zu nehmen, in die Seelen abzumerken, denn du wirst dort gemerkt worden, in jäfst dein Blauthahn, du mit für Gott, uit alle Menschenstammen, Sprechen und Fälscher, in Volk versickte Keipen. Hier in dit Leid wird uns der Grund klar gejäft, worum dat Lamm würdig ist. Dort ist da wehen, dort he wellig wir sich dort merken zu loten, in sein Blut zu verjeiten, um uit alle Fälscher, Sprechen und Stamm, sich in Volk zu erleisen oder besser gesagt, Frieden zu kippen. Damit ist die Welt wie die wahre Gemeinde Jesu gemeint. Wenn du allen Kind Gottes geworden bist, dann bist du auch ein Port von dit gekaufte Volk. In Vers 10 geht das nie Leid dann wieder. Und du hast uit an Chinese in Priester gemerkt, unseren Gott zu deinen, und sie sollen auf der Erde regieren. Sound, wo wir noch mal singen können, aber bloß, wann wir hier in dit Leben ab Erden Jesus han angenommen. Denke mal an die höhere Stellung, die uns Herr uns gejeft haft. Wie sind die Könige und Priester gemerkt? Dort wird noch mal ein Sinnrich in Erfüllung gehen, wann wir, so ist die Schrift sagt, mit Amtaub regieren wollen. Und so sei wir dann ab dem Eng von dit Kapitel, wo dit Leid gesungen wird. So viel Menschen und so viel Engel können wir uns gar nicht verstellen. Dort sind Billionen. Unsere geratzte Freude wird dann sein, dort wie diesen Herrn, der so viel für uns gedonnen hat, in alle Ewigkeit loben und preisen wollen. Zum Schluss lese ich dann noch die letzte Feiervers von 11 bis 14. Dann checkt ich, und hier um den Thron, in die Feiertieren, in die Ältesten, ne Stern
von düsende mol düsende in tien düsende mol tien düsende Engel, die sungen mit lüde Stimme. Dort Lom, wo deutgemerkt wie es et wird, Kraft in Rechtum in Weisheit in Gewalt in ihr zu nehmen, in Geloft und Gedank zu worden. Dann hier dich alles, was im Himmel und auf die Erde und unter die Erde und was auf dem Meer und am Meer geschaffen ist, seien, dem, der auf dem Thron sitzt, in das Lamm, traft in alle Ewigkeit allen Dank in ihr in Herrlichkeit in alle Gewalt. Und die Feiertieren sehen Amen. Und die 24 Ältesten fallen Hahn und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Wirst du an dieser große Schor dabei sein? Dort kannst du bloß nu an dit Leben bestimmen. Wer an das Lamm Gottes gelebt, der haftet ewig Leben und wird kennen dabei sein.